Ja, ab jetzt können wir ja Gott sei Dank wieder schießen, weil es sind alle die Soldaten in dem Raum, das ist ein anderer Vorteil, ich habe alle Soldaten im Hörradius jetzt alle gerade ausgeschaltet. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich bis Leinhoff Haut drauf machen. Hier hinten steht noch irgendwo so ein Mexikaner, der mich gerade ein bisschen genervt hat. Das Gemeine ist auch schwer, gibt's halt den, die Mexikaner manche stecken halt zwei Schüsse ein oder so. Das ist halt dann schon ein bisschen es gibt keine Kopfhitbox in dem Spiel. Also du kannst hier keine Headshots machen, das ist ja auch, ist auch kein Ego-Shooter. Eigentlich ist es sogar so gedacht. Aber meine Idee ist sich ja ganz gut, die mit dem daher zu locken, dann sammeln die sich da ja alle mit Gas dann zu werfen. Nur ist das halt, es ist unglaublich effizient, aber unglaublich schwierig. Das ist, brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht. Zeitlich wahrscheinlich. Was ist? Weil die dann schon, ja, man sieht ja, die werden sich jetzt alle möglichst gleichzeitig da versammeln. Aber ich stehe genau falsch, dass es funktioniert. Das heißt, ich muss erst ein bisschen besser hinlaufen, dass es funktioniert. Aber dann habe ich fast alle und muss noch zwei oder drei abschießen. Das, die Idee ist da und ich werde es auch wahrscheinlich auch zum Schluss umsetzen, aber es dauert einfach, bis ich es geschafft habe, weil es bis ziemlich schwierig ist. Ja. Zumal die auch alle relativ blöd positioniert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt gleich so einen Aufstand gibt. Dementsprechend versuche ich das jetzt noch irgendwie zu lösen, anders. Anders zu lösen, aber was das brauche ich ja noch nicht versuchen. Und ich war mich überhaupt mit Doc und Johnson sind die besten Schützen, aber John ist der allerbeste, weil der Typ schnell. Das heißt, Doc hat zwar die höhere Reichweite, aber der braucht relativ lange, dass er ihn fokussiert hat, da bist du schneller mit John 2 Stunden vorgerannt und hat sich direkt erfolgt. Aber so funktioniert es doch gerade auch ganz gut, oder? Ja, finde ich tot. Der mit dem Gewehr da hinten hat eine größere Reichweite wie ich. Und wenn der also dann irgendwie blöd steht, hat er mich dann doch erwischt. Das sind die Weißen. Die Weißen sind die gefährlichsten. Die halten dann nur einen Schuss aus, aber die one-hitten dich, wenn sie dich sehen. Ja. Und da gab es eine andere Mission, da waren überall Scharfschützen. Jetzt habe ich nochmal gespeichert. Jetzt versuche ich einfach nochmal. Jetzt kommen sie gleich her. Jetzt schnappe ich mir das Gas. Jetzt alle kompakt. Jetzt stehe ich natürlich. Zack. Wie viele ich jetzt gerade gefoltert habe, gesehen. Mit einem Gas, keine Ahnung, wie viele. Jetzt muss ich nur noch die paar abschießen. Steckt zwar gerade ein bisschen ein, aber jetzt habe ich es eigentlich schon geschafft. Steckst gerade gut ein. Ja, ich habe Glück gehabt, dass ich überlebt habe. Aber ich tue jetzt ein bisschen zurück, die haben mich nicht gesehen, die anderen. Das heißt, ich kann jetzt mehr Zeit nehmen. Und vor allem jetzt John nehmen, der hat noch nichts eingesteckt. Das heißt, die schießen schon auf John, aber die sind zu weit weg, auf Doc, aber die sind zu weit weg und haben ein Treffen nicht mehr richtig. Ich hab gerade echt nur Glück gehabt eigentlich. Weil, dass die mich nicht getroffen haben. Ein Treffer hätte ausgereicht, auch auf der Distanz, um Doc Points zu töten. Aber ich habe Glück gehabt, es hat funktioniert. Ich habe gesehen, dass viele einfach tot sind. Und ja, der Form halber werde ich jetzt wahrscheinlich alle mit der Quick Action abstechen. Einfach, dass die Ruhe geben. Mal sehen, was ist dort erwartet. Da kommt der Autist in mir durch. Das ist da ein bisschen krank. Aber wenn die halt einer. Wenn die halt einer findet. Ja, der weckt die alle dann auf. Dann weckt er die alle auf. Warum warten? Und mir ist ehrlich gesagt auch zu mühselig, die alle irgendwo hinwegzutragen und zu verstecken. Auch mit der Quick Action mit John. Zeigst du das jetzt nicht? Was? Wie der das du hast. Das macht er gerade so nebenher. Ja. Da hinten siehst du. Da läuft halt gerade von einem zum anderen. Ich glaube, er raped seine Opfer zu Tode. Einen vergisst er, glaubst du sogar. Den muss ich jetzt gleich nochmal neu erinnern. Zur Sache jetzt. Den werfe ich sogar ab. Ja, man kriegt halt einen Hass auf die Leute auch irgendwann, weil die gehen halt nicht auf die Nerven. Wie bei Far Cry mit den Rhinos. Weil es war echt krass, also bei Far Cry muss man halt mit keine Ahnung wie viel Schüssen so ein Rhinoceros töten. Also andere Viecher kriegst du mit einem Pfeil tot in den Kopf, aber Rhinoceros halt nicht. Und die das ist echt grausam, wenn du ein Tier mit einem Maschinengewehr töten musst, mit 20, 30 Schüssen oder sowas. Das fand ich echt nicht cool. Ja, Far Cry ist wirklich ein Spiel, also das geht fand, schon sehr krass an Grenzen. Also das mit dem Jagen, mit dem Rhinoceros-Fallen fand ich echt nicht cool. Das Gute daran ist, dass die Rhinos halt doch auch, weil du halt weißt, so viel einstecken, dich halt auch relativ einfach töten. Weil sobald ich den drin Rhino hat, brauchst du echt Glück, das Zeug zu überleben. So weil die werfen dich halt um und dann zertrampeln sie dich und dann bist du halt tot. Also und dir geht auch die Muni aus. Du hast also teilweise nicht genug Munition, weil dann sind die zu zweit und zu dritt. Mhm. Da das Gute ist, die haben sich entsprechend gedeckt. Oh, das ist von New Orleans. Wir
Wir müssen zusammen. Ja, rede nur. Ich lass dir Zeit. Das ist viel dramatischer so. Also gut, die ist jetzt getriggert worden, weil ich halt die Brücke, also das, den Ort hier erreicht habe. Und im Prinzip, was soll man sagen, ja, der lässt sich jetzt halt Zeit für den Schuss. Das heißt, ich habe eigentlich unendlich viel Zeit, alle auszuschalten. Nur, wenn der, sobald halt der mitkriegt, dass ich hier bin, sobald er irgendwas hört oder Schüsse hört oder sowas, dann drückt er halt ab und die Mission ist verloren. Das heißt, ich muss jetzt wieder extrem leise und vorsichtig vorgehen, darf sie allerdings töten, was immer ein Vorteil ist mit dem Wurfmesser oder so. Was halt eine stille Form des Tötens ist und das kriegt keiner mit. Also ich glaube trotzdem, ihr seht selber, es sind noch eine halbe Stunde zu tun. Oh. Ungefähr so eine es wird wahrscheinlich eh noch eine Folge jetzt. Das ist, die letzte Folge ist eh ein bisschen länger, da ist ja Abspann und so ist ja immer mit drin. Wobei der Abspann, der geht doch nur so 2-3 Minuten. Der geht relativ zügig. Da haben echt eigentlich nicht viele Leute mitgewirkt, da steckt darunter okay, das war's. Geteilt. Weiter. Ich finde dieses Spiel einfach super. Das Spiel ist allgemein, also wenn ich das ich so find, alles sehe, das ist einfach voll der groß Geheimtipp. Aufgebaut. Das ist richtig. Das ist ein schönes, liebevolles Spiel und ich weine. Ich weine innerlich, dass der Publisher, der Hersteller von dem Spiel einfach pleite gegangen ist. Und ich weiß nicht, wer jetzt mich einfach daneben geworfen hat. Und ich weine einfach um sowas. Genauso wie Drakensang oder so. Das ist so richtig geniale ja. Spiele. Und solche Spiele, die Hersteller sind einfach dann pleite gegangen. Und dann ist die Lobby. Und dann gehen die Rechte halt an, keine Ahnung, so, wer an die größte Drecksfirma überhaupt. Wer published gerade Drakensang online? Ich weiß nicht, wem das gehört. Aber die haben halt die Rechte an so einem richtig geilen Spiel wie Drakensang. Wo einfach ein wunderschönes Rollenspiel war, mit Liebe zum Detail und alles. Und dann machen die so ein scheiß Rollenspiel draus, das nichts mehr mit das schwarze Auge oder so großartig zu tun hat. Halt in dem Universum spielt, aber nichts mehr mit Drakensang an sich. Und sowas, da weine ich drum. Und bei dem ist ja, genau das ist schade, ja. Das wird sowas immer nur kein Spiel, was so ist, wahrscheinlich mehr jemals wieder haben, so Western-Style. Also nicht wiederentdeckt. Ich muss echt vorsichtiger sein. Überall steht irgend so ein Arsch. Und warum sieht die halt nicht? Da hinten der Mexikaner, nichts gegen die Hautfarbe, aber immer seine scheiß Klamotten, der tarnt sich halt einfach als Frosch. Das finde ich nicht okay. Und auch den sieht, manchmal muss ich echt genau hingucken, dass du ihn noch siehst. Ja, jetzt werde ich die beiden, ich weiß gar nicht mehr. Die stehen, wenn sie so dran stehen, dann schreit es eigentlich für mich nach Quick Action. Wobei das John eigentlich auch alleine könnte. Vielleicht, ich hoffe, ich probier's sogar alleine. Der eine kriegt ein Messer ins Gesicht, der andere eine Faust und danach ein Messer. Also gut. Okay. Der hat abgedrückt. Der hat noch abgedrückt. Der hat zwar nicht getroffen, aber der hat noch aus Reflex geschossen. Ich bin Pablo Sanchez, da geht's nicht. So und das hat der andere gehört. Das war nicht zu laut. So. Jetzt bin ich halt hingerannt. Ja. Solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, gell? Es ja, muss eine Heilung. Ja, da wird halt was soll Sanchez machen? Oh ja, schnell, glaubt, schnell! Weil irgendwann ist man auch mal geistig umnachtet und dann. Auf geht's. Jetzt ja, strengt dann noch die Dauer wahrscheinlich. Ich meine, ich spiele jetzt auch mal den Ton aus. Ich bin ja eine Freche, der nimmt auf und manche haben es halt nicht mehr benötigt. Riecht gut. Ja, ich muss Nachrichten erhalten, falls was ist. Gehen wir es an. Du hast dein Handy die ganze Zeit in der Hand. Ununterbrochen jetzt. Nicht eine Sekunde auf mich gelegt. Hat jemanden das Kessel. Das kann gleich nicht schief werden. Ja, das war jetzt gut. Ja, jetzt liegt der eine Typ halt K.O. rum. Ich könnte jetzt natürlich mit Kopf fesseln. Nee, Quick Action. Ja, F3 und dann. Nicht langsam. Viel zu langsam. Ah, oh, in die Cojones. Ja, ich meine, die wollen den Präsidenten töten. Ich meine, so patriotisch darf man dann doch wohl sein, die Attentäter nee, alle abzuschlagen. Kannst du die ins Wasser werfen? Nee. Aber ich kann die uns dahin legen. Ja, hast du es versucht, die ins Wasser zu werfen? Das geht auch ein bisschen alpha wenn. Also gut. Ich glaube, die würden dann zu dran liegen, wie so an der Wand oder so. Ich weiß gar nicht. Ich hab's noch nie geprobiert. Die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. So, die schimmeln da jetzt halt vor sich her. Sind wir so gar nicht mehr drauf eingegangen, dass ich vorhin die ja alle auf einen Haufen gelegt habe, gell? Alle ja. Auf Hautfarbe. Ja. Schade. Also, dass ich das so. Mal sehen, was das ist. Das ist so, jetzt habe ich die eigentlich. Jetzt sind die beiden noch als das Problem. Heilung. Tja. Warum sind die beiden ein Problem? Weil der eine halt in den Raum da hinten reingekloppt. Eigentlich wollte ich sie gar nicht ausschalten, aber hier geht's mir, glaube ich, wieder ums Prinzip. Es ist echt so, manchmal hat man es nicht nötig, die Leute auszuschalten, aber man will es dann doch einfach machen, der Gründlichkeit halber. Schön still halten. Ja, man ist ja deutsch.
da sind sie. Ist auch nicht so schwierig gewesen. Ah, dann war es wieder lauter, hat er geschossen. Dass der mich erschossen hat, war das eine Problem, dass die anderen dann in Alarmbereitschaft waren, alles andere. Alarm, Alarm. Ein Loch ist gebrochen. Zu. Du wolltest sie stehlen. Alarm, Alarm. Zur Sache jetzt. Dann kommt die Matratze reingetragen. So, jetzt bei der Feuerwehr zu. Alter, warum liegt hier eigentlich Strom? Warum hast du eine Maske auf? Jetzt weiß ich gerade noch. Blasen wir noch einen. Jetzt weiß ich gerade wieder nicht, was ich gerade mache. Ich glaube, ich will einfach das Ding wechseln. Die Seite. Man lacht ja eigentlich nicht über tote Menschen. Diese sexy Cora ist ja tot. Kennt ihr die? Ja, ja. Das war doch diese eine. Die bei Big Brother da mitgemacht. Ja, die wollte doch unbedingt Pornostar werden. Das war sie ja. War es ja auch. Oder? Und dann ist sie doch an der Brust-OP gestorben. Ja, weil sie noch größer wollte. Wobei das ja nicht so schon. Auf jeden Fall. So, jetzt lenke ich den einen mit der Uhr gerade ab, auch wenn er nicht hinläuft. Ja, auf jeden Fall. Ablenken, schnappen. Die hat ja auch so krasse Dialoge gehabt. Leise jetzt. Zum Beispiel. Dachte schon, ich muss sie tut sie mit einem so Gitarre spielen und der bringt ihr das und so los. Bei. Ich bin Pablo Sanchez, Verzieher. Und dann sagt sie, oh, ich kann gar nicht gut Gitarre spielen. Aber weißt du, was ich spielen kann? Flöte. Oh Gott. Also da, das ist wirklich furchtbar. Was springt raus bei dem Job? Auf ganz geht's. Schön. Also ich habe da ja schon Best-ofs angeschaut. Und los. Da gibt's wirklich manchmal Sachen. Ich glaube jetzt nicht, der Ornstoder stinkt. Nein, das in ja dem Auto mit der Schweizer, das war ja so ein Take-Out. Ja, das ist ja kein die so Porno halt den Ding drehen und dann die Pornodarstellerin sagt dann halt einfach, also so eine Schweizerin, aber nicht der Jan Stotter. Stinkt. Ich wollte gerade anfangen zu blasen und riecht so. Das ist jetzt nicht euer Jan. Das stinkt. Oh Gott, so lustig. Oder einmal. Jetzt hat er sich gerade umgedreht. Das war in einem Best-of auch drin. Da ist so ein Typ, der beleidigt einfach die ganze Zeit seine Frau, dass die nicht mal lesen kann und so irgendwie. Und dann geht's halt auch plötzlich zur Sache. Oder der eine, der steht dann so in der Küche mit seiner Frau und macht dann einen Salat. Und dann rührt er es einfach mit seinem Schwanz rum und dann so geht's halt dann los. Irgendwie, keine Ahnung. Oh. Andi, komm, mach doch den Ton aus. Hab ich eigentlich. Nee, hast du nicht. Ja, er hat schon aus, aber halt nur für Mitteilungen, die von der Regierung kommen. Mhm. Für alle anderen hat er Ton an. Verflucht nochmal, wann geht es endlich weiter? Ja, nee, also da gibt's echt witzige Dialoge. Da gibt's so schwachsinniges Zeug. Mhm. Dass sich Leute überhaupt trauen. Sowas als. Gehen wir es ja, gut, an. Die andere Frage ist, wie will man sonst eine gute Einleitung? Es muss einen anderen Weg geben. Ja. Oh Gott. Vor allem auf Deutsch. Was sind ein Staubsauger, because it saugt Staub. Und jetzt? Das war ja Denglisch. Und los. Ja, das war jetzt so ein bisschen eine Mischung. So, jetzt. B-Hörnchen abschließen. Wird aber auch Zeit. Wo ist B-Hörnchen? Jetzt finde ich B-Hörnchen nicht. Leise jetzt. Oh. Da war B-Hörnchen. Hast du was entdeckt? Da habe ich einfach das Messer. Das Messer durch den, habt ihr gesehen? Das Messer durch den durch. Weil die Hitboxen sind, wenn die da irgendwo dagegen lehnen, sind die Hitboxen auch immer noch stehend, gell? Das heißt, wenn man dann nicht richtig zielt, wird man aber vorbei, weil die Hitboxen halt noch stehen. Muss ich halt verhindern. Todestod. Das ist jetzt so, als wäre das aufräumen muss. Gott sei Dank bin ich nicht der Typ, der es immer aufräumen muss. Ich lege es immer maximal auf den Haufen. Anzünden tut es dann doch jemand anders. Ist wie bei Walking, also wie bei Walking Dead im Prinzip. Im Prinzip sind das alles schon. Tot, sind die alle tot geweiht. Der hat es gar nicht mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, was der jetzt macht. So, jetzt hat er halt, zieht so. Ja, ist geschafft. Viel zu langsam. Also, jetzt gucke ich gerade. Sein Gewehr steht noch.
Das war da noch einer. Das hat eigentlich, das war jetzt zwar unglücklich, aber hat geholfen, weil der da rechts ja Patrouille gelaufen ist, habe ich den gleich mit ausgeschaltet. Der hat zum Glück nicht Alarm geschlagen, der ist halt direkt hergelaufen. Wenn der jetzt Alarm geschlagen hätte, dann hätte sich's verbreitet, aber so habe ich Glück gehabt, habe sogar einen noch mitgenommen. Ja, das war okay. Jetzt gilt es dann halt den Schuppen, das sind halt auch relativ, die stehen halt relativ kompakt da. Der ein und zwei, da gucken halt zwei raus und so. Das jetzt wird's auch noch knifflig. Oh, da ist noch einer. Ja, den habe ich über. Der guckt halt relativ weit. Ja. Weil er halt oben steht. Ja. Verfluchte Schinderei. Ja, das ist jetzt auch noch ein bisschen schwieriger. Der Sanchez, der braucht einen Stein. Diesmal denke ich sogar rechtzeitig zu crouchen, dass sie den ja nicht hören, weil er da so rumtrampelt. Oh ja! Bom, schnell, bom, schnell. Bom, hab sogar mal wieder gespeichert. Gib mir das hier Geld. Wenn ich speichern kann. Ich muss gerade an die unsere Folge von Andy denken. Schnell, schnell! Drunken Episode. Alkoholkonsum und Folge 13 von Clash of Clans. Wie heißt der nochmal? Alkoholkonsum und seine Folgen. Nee, seine Schatten. Seine Schatten. Das ist so gut. Kugeln für mein Mann gekommen. So lange nicht mehr zu schlafen. Besser, ich suche einen anderen Weg. Oh Gott. Naja, gut. Zurück zum Thema. Weg mit dir und das schnell. Und der nächste. Nein, Far Cry 4 war echt. Geil. Hat jemanden gutes Let's Play. Läuft doch nicht, oder? Darüber. Nee, wenn, nee. Das, wenn die Folge kommt, ist Far Cry schon eine ganze Weile ausgelaufen. Mhm. Ich hoffe, es hat funktioniert. Also, Zukunfts-Daniel, ich hoffe, du machst Far Cry gut. Aber es hat ja eigentlich funktioniert jetzt, die letzten Aufnahmen. Ich bin gerade dabei, es ja aufzunehmen. Stimmt, ja, ja. Okay, ja, dann ist ja gut, stimmt. Ja, Far Cry. Hat mir Spaß gemacht. So, die Idee. Das Ende war richtig geil. Ja, gerade am Ende, wo du nochmal richtig geil. Das war richtig gut. Das hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr. Da hätten sie ein bisschen mehr noch drauf eingehen können. Ja, gerade die Emotionen haben wir ein bisschen gefehlt. Am Schluss. Mit der Mutter und der. Und dass das Schiff dann untergegangen ist. Hoch mit dir, weg mit dir und das schnell. Das sowieso. Und der nächste. Dann noch der Flugzeugabschluss hätte sich auch sparen können. Das Problem war halt, wer hätte denn nachts den Eisberg sehen können? Und als der Meteorit dann noch kam, dann habe ich mir aber gedacht, das wird unrealistisch. Ja, aber Meteoriten kommen und immer. Und als man denkt, es ist unrealistisch, dann kommen Nazis auf Dinosauriern hergeritten. Nazi-Zombies. Auf Dinosaurier. Zombies. Nazi-Zombies auf Dinosaurier. Nazi-Zombies. Oh Mann, verrückt. Und kämpfen gegen die Kommunisten-Zombies. Das ist dann einfach. Also. Und gegen Kapitalisten-Schweine. Nee, aber ich kenne das Ende ja von Far Cry. Ich denke mal, das wird schon ziemlich krank sein. Ich erinnere mich halt noch an das Ende von Far Cry 3. Ich will es nicht spoilern, aber das war halt auch stimmt ziemlich krank. Wo man sich halt entscheiden konnte, ob man seine Freunde rettet oder ob man sie einfach rumbringt und sich dem Kult dann anschließt, was er dann letztendlich umgebracht hat, weil die haben dich dann geopfert. Also schon... Ja, wirst du Far Cry 3 danach noch spielen? Ich hab's nicht mehr. Ach so. Ich hatte es mal auf CD, aber die ist schon verloren gegangen. Auf freebuy.com, oder? Ja, nein. Nee, ich weiß nicht, ein Freund hat es mir ausgeliehen gehabt. Mhm. Und... hat mir sein Ding gegeben, sein Passwort dafür gegeben von seinem Uplay-Account. Mhm. Aber das habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr und der Far Cry ist auch nicht. Zudem macht es ja keinen Sinn. Vielleicht kommt ja Far Cry 5 noch. Was springt raus bei dem Schatten? Ich bin Partner Sanchez! Ob ich Far Cry 5 dann Let's Playen soll. Oh ja, angekommen! Ich lass dich nur ungern hier liegen. Ja. Ja, das hier so die krassen der Zukunftsspiel, wissen wir ja gar nicht, inwiefern sich der Reißverschluss dann bietet. Schade, aber noch es muss sein. Vamos! Ja, doch aktiv, wenn wir schon noch hochladen. Ich komme! Bin ich hier richtig? Mal gucken, was da passiert ist, ob wir vielleicht bis dahin sogar die 100 Abos geknackt haben oder nicht. Das die 100 Abos, das wäre Stand dieser Folge sind wir bei 61 Abonnenten. Mhm. Und schwankeln. Aber es steigt eher. Es steigt, die Tendenz steigt, es sind immer so 61, 62, 63, so geht es dann immer hoch, ja. Bis sich dann letzten Endes dann sich immer einpendelt.
Also man muss so sehen, wir haben, glaube ich, also wir haben 16, in einer Woche 17 gewonnene Abonnenten davon. Wir haben in den letzten Wochen, ich glaube, wir haben allgemein in der letzten Woche 9 Abonnenten. Wir haben in den letzten 2 Wochen 19 Abonnenten gemacht. 11, das ist viel. In 2 Wochen, das ist schon viel. Wir, das so weiter wir selten. Aber 11, die bleiben quasi davon, also von 19 oder so, haben 8 wieder deabonniert oder, keine Ahnung. Ja. Das kann man ja immer anschauen. Ja, ja. Das ist nachher das, was immer so schwankt. Ja. Wir haben 19 Abonnenten gewonnen, 8 verloren und also unterm Strich 11 gut. Und es hat echt funktioniert, da bin ich echt habe ich echt nicht gedacht. Ich kann deutlich, dass ich die Scheibe kaputt machen kann und der Typ stirbt einfach. Im Nachhinein hatte ich ein bisschen ärgerlich, weil mein Buch mit Schiss flöten gegangen. Wie kommt man denn? Der Mexikaner vor der Tür, der ist so richtig nervig, wie der mich aufgeregt hat. Der wieder da steht, weißt du? Der fasst das ganze Spektrum ab, guckt sich die ganze Zeit um und ja, den könnte ich jetzt mit dem Stein beworfen, aber so hört das halt der Typ. Ich probiere es jetzt, glaube ich, vielleicht trotzdem. Das macht deinen dicken Kopf! Ja, natürlich, das hat er jetzt natürlich gehört. Jetzt ist halt die Frage, wie ich das, ob ich so das andere Fenster machen kann. Das versuche ich jetzt dann auch. Schön langsam. Durch das Fenster quasi. Hat da jemand kann, einen blöd, Plan? Da spielt einem dann die Ansicht dann doch einen Streich. Jetzt muss ich erstmal den Punkt finden, wo ich mich hinstellen kann, dass es geht. So, jetzt immer noch nicht. Jetzt hat er mich gesehen, weil ich gestanden bin und hat sich umgeguckt. Und weil du, glaube ich, auch laut warst. Ich komme. Nee, weil ich jetzt gestanden bin, hat er mich durch die beiden Fenster gesehen. Ihr seht ja, der hat ja, der Raum hat auch nochmal Fenster in die große Halle. Und dadurch hat er mich gesehen, weil der guckt sich halt immer um und irgendwann seht er, ja, guck, jetzt gerade ist der Moment. Jetzt guckt er gerade durch und jetzt so hat er mich dann gesehen. Das heißt, ich muss geduckt bleiben. Jetzt gehe ich wieder näher hin. Mhm. Bis ich dann irgendwann die Einstellung gefunden habe. Adelante! So, jetzt geht's. So, jetzt werde ich gleich wieder speichern. Nicht bewegen, amigo! Und jetzt hat's auch funktioniert. Jetzt hat's nicht gehört. So, er hat wunderbar. Er hat 5 Sterne, das heißt, der ist auf jeden Fall eine Weile betäubt, aber meine Zeit ist jetzt begrenzt. Jetzt muss ich halt an das Wurfmesser kommen. Ich mit bin dem Pablo ich dann Sanchez. Weitere Leute ausschalten kann. Weil ohne Wurfmesser kann ich nicht still töten. Das geht halt nicht, weil Sanchez ist halt so laut. Jetzt versuche ich es halt mit dem. Auch dem auch einen Stein an den Kopf zu werfen. Aber da ist halt der Typ da hinten in der Tür, der guckt sich halt auch um. Der ist halt auch das Problem. Und da oben ist das Ziel, oder was? Ja, den muss ich töten. Mhm. Aber die Lösung der Dinge ist nicht oben reinzugehen, weil der hat ja einen am seinen Rücken stehen, der die Tür bewacht. Und gegen den kann ich nichts machen, der reagiert auf nichts, der reagiert nicht auf Spiele und gar nichts. Das heißt, die Lösung ist eigentlich da hinten rauszugehen. Jetzt versuche ich, ob ich den dann wegtragen kann, bevor der sich umdreht. Aber das geht nicht. Oder den direkt. Ja, weil genau jetzt guckt er, genau jetzt hat er sich halt umgedreht. Mhm. Ja, die Lösung der Dinge ist, ich muss da raus auf den Pier und vom Pier aus kann ich durchs Fenster nach oben, kann ich den töten. Schnell, das ist die schnell. Lösung der ganzen Sache, das versuche ich also auch. Bin ich hier das heißt, ich muss, ja genau da wo da leuchtet es ja sogar, dass ich da hin muss. Und da wo der Typ jetzt, der Mexikaner gerade drin hinrennt, da muss ich mich hinstellen, dann kann ich ihn töten. Und wenn sobald der tot ist, habe ich eigentlich die Mission dann geschafft. Was dann allerdings, was mir sehr leid tut, zur Folge hat, dass einer am Leben bleiben wird. Und die drei da oben, die lasse ich angekommen. Ich glaube sogar ganz sozial, die lasse ich betäuben. Oh. Weil ich dann doch nicht da hochlaufen wollte. Oder vielleicht mache ich es noch. Quick-Modus, oder wie? Zur Sache jetzt. Jetzt aber schnell. Ja, nee. Da komme ich nicht. Ich war gerade auch nicht so smart, aber er hat es nicht gemerkt. So muss ich halt warten, bis er sich umguckt, dann kann ich mich an dem einfach vorbeischleichen. Das er hat sich halt gedacht, war doch was? Ah ne, wahrscheinlich nur der Wind. Ich habe den Wind gesehen. Jetzt muss ich mich halt dann einfach gleich beeilen. So geil wie bei Skyrim, wenn zwei Wachen rumlaufen, du schießt einen im Bogen und dann sagt der eine, warte was? Ah nein, wahrscheinlich nur der Wind und läuft weiter. Mal sehen, was uns da weil wenn die unterhalten, das Witzigste ist ja, dass sie sich dann immer unterhalten, gell? Das heißt, der eine stirbt dann unterhalten sie sich halt, und so ist ja da auch, weißt du? Die haben immer ihre Wege und dann manchmal laufen die halt miteinander zueinander hin und unterhalten sich dann. Ja. Und wenn du halt dann einen, während der andere wegläuft, den anderen tötest und wegträgst, dann stellt der andere nicht fest, dass ihm sein Kumpel einfach fehlt, gell? Dass er sich dann quasi suchend umguckt und wenigstens ein bisschen rumläuft. Das fehlt so ein bisschen. Das fehlt, also, und auch hier fehlt es auch, dass der sich dann zwar nicht gleich Alarm schlägt, aber zumindest denkt, hä, wo ist der? Und vielleicht dann wenigstens ein bisschen so einen kleinen Radius, so Suchradius dann hat, wo er sich dann doch kurz umguckt. Das ist jetzt gemein, der sieht mich. Seht ihr das? Das ist echt fies. Da komme ich nicht hin. Ich glaube, das krieg ich sogar noch hin. Jetzt kommt er. Jetzt will ich die Chance natürlich nutzen. Aber er ist schneller.
Weil ich hätte den jetzt wunderbar abschießen können. Okay, das war's. Er war schneller wie sein Schatten. Auf geht's. Das ist bestimmt Lucky Luke. Weil der hat halt seinen Kumpel, das heißt, den zu töten, ist ein bisschen scheiße, weil er halt gerade seinen scheiß Kumpel da hat. Das heißt, ich muss den da irgendwie reinlocken, dass ich den besiegen kann, weil das werde ich aber erst noch rausfinden. Weil dieser Hupfel, der da dauernd zu dem Tor rennt und wieder mal zurück. Sehen, was machst du mit dem Weißen da rechts? Den werde ich jetzt gleich mit Wurfmesser ins Gesicht machen. Da bin ich. Jetzt du sehen jetzt. Tut mir leid. Pocker, das soll ich da hingeben. Oh. Oh je, das. Da bin ich. Und das hat er dann auch noch gehört. Ja, seht ihr das? Das ist ein Scheiß. Tut Zack. Mir da lachst du bestimmt gerade ein. Ja, ich hab da ja nicht aufgenommen, das Gute. Ich hab da hab ich ja mittlerweile ja schon gewusst, dass die Tonaufnahme für den Arsch ist und hab ja eigentlich gerade nur noch und spiel jetzt gerade nur noch. Dementsprechend läuft die ganze Sache auch ein bisschen flüssiger und halt ohne große Pausen oder Denkpausen oder Laberpausen. Aber jetzt muss ich dann doch überlegen. Weil ich bin blöd, ich will den halt schon. Der rennt relativ gemein. Der ist relativ gemein, wie der läuft, weil du hast echt nur wenig Zeit. Jetzt hab ich den wieder eine weniger. Es gibt Charaktere, die sterben einfach 20 Mal pro Spiel, aber jetzt habe ich dann doch gespeichert. So, jetzt ist halt die große Frage, jetzt, was mache ich jetzt? Was hat der für einen Takt? Er kommt und redet und dann geht er wieder, ne? Jetzt versuche ich es mit der Spieluhr. Kein was Problem. Allerdings bescheuert ist, solange da die Leiche liegt. Ich muss die Leiche wegtragen. Beeilung! Stimmt, hat er auch so gepfiffen. Nee, das ist das Geräusch. Ich trage Leichen weg. Das ist das Geräusch. Trage Leichen weg. Jeden Dienstagmorgen trage ich die Leichen weg. Das ist das Geräusch, das die Spieluhr macht. Deshalb. So, jetzt gucke ich halt, ob auf die Spieluhr drauf eingeht, bevor sich jetzt hoffentlich gleich umguckt. Auf geht's. Dann wollen wir mal. Jetzt hat er schon geguckt. Nee, er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht regnet. Er ist nicht wirklich wahrgenommen. Tja. Ich will ihn dann einfach jetzt nur reinlocken, dass ich ihn umbringen kann. Aber ich glaube, der Sack, der geht da nicht mal drauf ein, oder? Er guckt die Spieluhr an. Aber der läuft nicht rein. Also es ist also so eine richtige harte Nuss. Der hat da nicht mal drauf reagiert, wenn was ist. Ja, toll. Also so viel dazu. Jetzt. Hä, was macht das? Ist das dein Stuhl? Das ist der Stuhl. Oh. Ja, aber die einzige Lösung ist im Prinzip. Apropos Stuhl. Hä? Die einzige Lösung, die jetzt eigentlich noch bleibt, ist den einen abzuschießen. Der dicke Mexikaner steht da halt immer noch, gell? Ja. Und alles spielt sich hinter dem seinen Rücken ab. Ich glaube, die Lösung, die ich habe, ist halt den einen zu töten, schnell rauszurennen, den anderen auch noch mit dem Messer abzuwerfen, bevor er zurückkommt. Dann wollen wir das halt keiner mitkriegt. Jetzt muss ich halt warten, jetzt rennt er weg. Jetzt renne ich da hin. Also gut. Und jetzt wartest du da. Jetzt will ich den halt wegtragen schnell. Aber der kommt halt genau, wie es halt genau nicht aufgeht. Ja. Geht ganz genau, geht's nicht auf. Du könntest ja warten und dem Messer. Ja, und so werde ich es dann zum Schluss auch machen. Ich wollte halt erstmal das wegtragen probieren, weil das andere ist halt noch riskanter. Aber so werde ich es dann schnell auch bald machen. Das habe ich jetzt auch eingesehen, dass es nicht geht. Und jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Von der Zeit her habe ich es jetzt bald eingesehen. Tut mir leid, du hattest deine Chance. Ja, jetzt mache ich das so. Jetzt warte ich, bis er kommt. Leise jetzt. Jawohl. Also ich habe das Spiel jetzt soeben nicht geschafft. Hab dann aber noch so eine Kleinigkeit vergessen. Voll im Rücken. Einfach mal so verräterisch von hinten. Das ging jetzt einfach ums. Und das Messer auch da gelassen. Ja, weil ich brauche das auch einfach nicht mehr. Jetzt habe ich es geschafft. Ich freue mich gerade auch voll. Jetzt sehe ich gleich, dass eben seine Matschbirne da so rausgucken. Da seht ihr das. Jetzt muss ich einfach noch nochmal speichern und. Was? Ja. Geschafft. Ja, da ist auch gewonnen. Da ist auch die letzte Münze in Kirichhand. In Gold. Alles in Gold geschafft. Also wirklich als Beweis. Goldene Münze heißt, dass man es in schwer gespielt hat. Und jetzt nochmal Filmsequenz. Ihre Familie kann stolz auf Sie sein. Oh, danke, Mr. President. Mr. McCoy, Sie haben mir und den Vereinigten Staaten von Amerika einen großen Dienst erwiesen. Er hat gesagt, ich sei ein ehrenwerter Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Wer hätte das gedacht, Sanchez? Nicht lachen, Sam. Was soll mein Vater von mir denken? Von meinen Brüdern?
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Mr. Cooper. Die Haftbefehle werden selbstverständlich zurückgenommen. Wir wissen ja, dass die Verbrechen, die begangen wurden, im Dienste einer guten, patriotischen Tat standen. Nicht wahr, Mr. Harper? Oh, ein Feuerwerk. Ja, meine Dame, eine kleine Überraschung für meine Freunde. Genießen Sie den Abend. So, jetzt sind wir im Abspann. Und... Oh. Der lässt sich wieder so lustig steuern. Je nachdem, wo die Maus halt ist. Halt, aber der CEO, kannst du drücken, Mann? Ich wollte wissen, wer der Producer-CEO ist. Oh. Kannst du ja Pause drücken im Video, wenn es jetzt nicht rauskommt. Das Video ist eigentlich echt lustig, das muss ich euch nachher noch mit Ton zeigen. Das Abschlussvideo, was der Sanchez da redet. Ach, da reden die alle nochmal? Natürlich. Also ich hoffe, du schneidest uns raus, damit man es versteht. Ja, natürlich schneide ich mich raus. Okay. Der Sanchez, der Sam sagt, Sam sagt halt zu Sanchez, dass der Präsident, das war ja der Präsident, der den gerade gratuliert hat, dass der den zum Ehrenbürger, als Ehrenbürger der Vereinigten Staaten ernannt hat, und der Sanchez schämt sich halt so voll, was sein Vater denn von ihm denken soll. Als Ehrenbürger der Vereinigten Staaten. So, damit ist es aber jetzt auch geschafft. Ja. Und dann bedanke ich mich und sage auch Tschüss, bis zur nächsten Folge. Es gibt ja bis keine. Bis zum nächsten LP. Oh Gott, ja. Bis zum nächsten Let's Play. Ich weiß nicht, was in Planung ist. Wir haben noch ein paar Sekunden. 3, 2 und auf Wiedersehen. Ciao. Sag auch noch. Tschüss!